Willkommen, willkommen, willkommen. Ihr seid live auf Twitch bei WB, bei Writing Bull und auf YouTube bei Writing Bull auf seinem YouTube-Kanal. Aber ihr habt denselben leider gerade nicht vor euch, sondern mich. Matsumann, ich darf euch begrüßen heute als Gast bei unserem WB und wir zocken Millennia. Ein neuer Stream startet heute am 14. März 2023. Release des Spiels wird sein am 26. März und ja, wir können Gas geben. Die Entwickler haben sich das Feedback von der Demo zu Herzen genommen, das Feedback von der Beta-Phase ebenfalls und wir gucken mal, was wir heute daraus machen. Ihr seht schon im Hintergrund das Spiel erstmalig auf Deutsch jetzt für euch gezeigt. Ich sag schon mal vorweg, es ist noch ein Spiel, was in Arbeit ist. Also ihr werdet merken, dass die Übersetzungen noch nicht ganz rund sind. Ihr werdet merken, dass möglicherweise im Balancing bis zum finalen Release sich noch einiges tun wird. Aber ich sag mal, das Konzept des Spiels, die Features, die drin sind, die sind soweit fertig. Ansonsten würde das Spiel jetzt nicht in 12 Tagen in den Release gehen, weniger als 2 Wochen. Und wenn ihr sagt, zum Beispiel nach diesem Video oder nachdem ihr selbst die Demo gespielt habt, ihr möchtet gerne das Spiel für euch kaufen, habe ich hier einen Vorschlag für euch. Es gibt einen Community-Gutscheincode vom Shop-Partner GamesPlanet, wo unser WB etwas für euch rausgehandelt hat. Ihr seht, ihr bekommt das Spiel etwas günstiger dafür. Es gibt 2 Versionen, eine Standardversion, eine Premium-Version. Und wenn ihr euch fragt, welchen Gutscheincode müsst ihr denn eingeben, wurde der gerade im Chat gepostet. Danke an Vidas Nidie. Bulenia heißt der Code. Findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung unterhalb des Videos auf YouTube. Und darüber hinaus darf ich euch informieren, dass wenn ihr den Link nutzt, dann freut sich unser WB ganz besonders, denn dann bekommt ihr einen kleinen Bonus von GamesPlanet ausgezahlt, nicht auf eure Kosten, auf Kosten von GamesPlanet. Und wenn ihr unseren WB damit unterstützen möchtet, vielen Dank an der Stelle. Zurück ins Spiel, Leute. Bevor wir starten, ihr seht es nicht hinter mir, gibt es ein ganz kleines Zahnrad für die Spieleinstellungen. Und ich möchte euch einmal zeigen, wie es um die Einstellung bedient ist, weil ich finde, wenn man schon so ein neues Spiel hat, sollte man zumindest einen groben Blick da reinwerfen, was man hier für Möglichkeiten hat. Und wir werden auch direkt etwas anpassen. Nämlich die Häufigkeit der automatischen Speicherung aktuell eingestellt auf 10 Runden. Meine Empfehlung an euch, vielleicht, wenn man das Spiel erstmal kennenlernen möchte, erstmal auf eine Runde runter. Die letzten 5 Runden, ja, vielleicht die letzten 10 Runden lassen wir mal speichern. Hängt ein bisschen davon ab, wie viel Platz man auch verwenden möchte. Ansonsten seht ihr so ein paar Einstellungen, die einem das Spiel erleichtern können. Da lassen wir es mal erstmal alles auf Standard, würde ich sagen. Wir gucken mal, wie sich das im Spiel so ergibt. Wir haben ein paar Interface-Einstellungen, die Tooltips, nach wie viel Zeit sie auch erscheinen soll, Transparenz der Rasterlinie und so weiter. Hilfsmeldung, die mache ich uns mal aus. Die sind sehr hilfreich für euch, wenn das Spiel das erste Mal startet, aber ihr habt ja mich dabei, insofern will ich gar keine Hilfemeldungen dazu haben. Tastenbelegung ist nicht so viel, da sieht man nur allgemein, wie man das Spiel bedienen kann, aber zumindest noch keine Möglichkeit, das individuell anzupassen. Audio, ein paar Audioeinstellungen und wie ihr seht, wir spielen in der maximalen Grafikqualität. Und dann darf ich sagen, Leute, wir starten ein neues Spiel. Und zwar ein benutzerdefiniertes Spiel. Und vielleicht zunächst einmal, was könnt ihr hier erwarten von diesem angespielt von diesem Let's Play. Da möchte ich euch erstmal mitgeben, es ist ja eine Vorabversion, die wir gerade spielen und es ist sehr wahrscheinlich, dass bis zum Release in 1,5 Wochen noch viele weitere Updates kommen und ich kann noch nicht versprechen, dass wir diese Partie, die wir jetzt aktuell anzocken, auch nach Release weiterspielen können. Die Entwickler haben gesagt, ja, es sollte in der Regel möglich sein, mit den Updates jetzt weiterzuspielen. Das war ganz lange vorher nicht der Fall. Aber es gibt keine Garantie und manche der Updates, die dann reingespielt werden in den nächsten Wochen und Tagen, die sind dann auch nicht aktiv. Müssen wir mal auf uns zukommen lassen. Außerdem, was habe ich mit euch vor? Ich möchte gerne hier im Schwerpunkt ein bisschen Rollenspiel mit euch betreiben. Das heißt also nicht ganz so stark zu minimaxen, zu überlegen, Mensch, wie kann ich denn die entsprechenden Spielfeatures am besten ausnutzen und was ist aufgrund der Spielmechaniken,
am besten jetzt der nächste Schritt, sondern ja, vielleicht die Geschichte aus sich selbst heraus entstehen zu lassen. Das geht, wie ich finde, bei Millennia um einiges besser zum Beispiel als bei Civilization. Und um das auch gut machen zu können und euch trotzdem einen guten Eindruck in das Spiel zu vermitteln, werde ich auf dem Kartentyp Kontinente spielen, auf einer mittleren Kartengröße. Man könnte irgendwann auch ein Seed sich aussuchen und hier eintragen. Und vor allem, ich möchte mit diesem Nationenbauer gerne mit euch unsere eigene Nation gründen. Wie könnte unsere eigene Nation heißen? Ich nenne sie mal Mazonien. Wir müssen noch eine Flagge uns holen. Ich persönlich bin ein Spieler. Ich spiele immer gerne mit Blau als Spielerfarbe. Postet gerne mal im Chat, was eure Spielerfarbe ist. Seid ihr da flexibel? Sagt ihr, nö, Grün ist viel hübscher oder Rot? Ich bin eher so der blaue Typ. Ich habe immer schon irgendwie mit Blau als Spielerfarbe gespielt. Deshalb nehme ich mal jetzt hier auch eine blaue Fahne. Welche Städtenamen unsere Städte standardmäßig haben, können wir hier vordefinieren. Ich setze das mal auf, ach, ich weiß nicht, ägyptische Ortschaften, ja. Es ist egal, wir können sie später umbenennen. Ich nehme mal Griechisch. Und dann können wir uns einen kleinen Startbonus noch holen. Der könnte entweder zufällig sein oder ihr seht hier eine Liste aus den verschiedensten Bereichen. Und ich lasse euch das einmal kurz überfliegen und ich gucke mal, was ihr im Chat schreibt, was so eure Spielerfarbe ist von Grau, Gelb, Grün, Grün, Blau, Blau, Weiß, Grün, Blau, Grün, Blau, Blau, Blau. Ja, Matze ist blau. Ja, in der Tat, insofern Prost nochmal. Das ist nur ein kleiner Spielbonus. Achtung, aus meiner Sicht sind die verschiedenen Startvorteile hier nicht gleichwertig gebalanced, noch nicht zumindest. Und es gibt einmalige Vorteile, das sind diese Startvorteile. Dann gibt es Vorteile, die regional wirken. Die finde ich tendenziell am stärksten. Und dann, das sind so Vorteile, ja, wo man Sachen günstiger bekommt, das ist so ganz nett. Ich bin ein Industrialist. Ich würde mal uns ein bisschen mehr Produktion gönnen. Tooltip ist leider hier noch nicht ganz detailliert beschrieben. Ihr seht, wir bekommen etwas Produktion. Wie viel etwas ist, werden wir noch herausfinden. Das ist Mazonien. Habe ich Mazonien mit einem großen M geschrieben? Manchmal sieht man das nicht so gut. Mazonien, weil wir können es danach nicht mehr anpassen. Ich glaube, so ist es richtig. Ich erstelle uns mal die Nation. Und mit der wollen wir auch spielen, bitteschön. Da ist sie. Heißen tue ich Mazomen. Das ist ganz klar. Die kommt aber, glaube ich, in der Partie kaum vor. Außer wenn man im Multiplayer spielt. Und dann haben wir noch ein paar Gegenspieler. Ich möchte uns gerne Gegenspieler holen, die auch so früh wie möglich, nämlich in der Steinzeit, also in der Steinzeit wird es sie noch nicht gegeben haben als Nation, aber die, ich sag mal, frühe Kulturen repräsentieren. Wir gucken uns mal an, was wir hier mitnehmen können. Ägypten zum Beispiel muss dabei sein. Frankreich, ja, die Griechen nehme ich auch mit dazu. Spanien ist ein bisschen später. Persien finde ich noch ganz nett. Azteken haben dieselbe Flagge wie wir. Das finde ich doof. Was nehmen wir noch mit dazu? Die Zulu finde ich noch ganz nett. Deutschland, Brasilien. Ihr seht, die Liste ist relativ kurz. Erstaunlich kurz für diese Art von Spielen. Wir sind ja hier im 4X-Spiel unterwegs und außerdem noch in dem Bereich der Menschheitsgeschichte, die wir nachspielen wollen. Normalerweise hat man dort viel längere Listen, aber ich kann euch sagen, das ist total irrelevant. Rom muss mit dabei sein. Denn eigentlich könnte man das Ganze auch Nation A, Nation B und so weiter nennen, weil diese Vorteile wirklich minimal sind und auch dort sich das Ganze eher im Laufe der Zeit entwickelt. Wen nehmen wir noch mit dazu? Naja, Indien, es passt nicht mehr ganz so stark mit dem, was ich gesagt habe, die vielleicht vorab mit dabei waren. Aber ihr könntet euch ja auch nicht nur eure eigene Nation, sondern ganz viele andere Nationen einfach selbst erstellen. Dann hättet ihr den Namen mit dabei. Allerdings ohne die Städtenamen. Brasilien, ich weiß nicht. Wir nehmen mal noch China mit dazu. Und dann hätte ich einen wichtigen Tipp für euch, falls ihr selbst spielt. Ihr seht hier die Spielerfarbe und die Flaggenfarbe, die sind unterschiedlich. Und ich kann euch sagen, aus Erfahrung, das wird im Laufe der Partie
super unübersichtlich. Wenn man dann versucht, die Ägypter zu finden und man sieht die eigentlich rote Flagge, aber es sind gelbe Kulturgrenzen, es ist schwierig. Deshalb mein Hinweis an euch, das machen wir jetzt noch ganz schnell, versucht ähnliche Farben zu finden. Sie passen nicht ganz da drauf. Aber dass das ein bisschen ins Ähnliche geht, wen können wir denn hier nehmen? Vielleicht die Fahne, die Zulu sehen wir eher dunkler aus. Rom könnten wir lila geben, Indien eher weiß, haben wir auch. Und China nimmt mal orange. So können wir es machen. Ihr habt eine Vorsage gestartet im Chat, in welchem Zeitalter wir den Stream heute Abend beenden. Und gewonnen habt mit 64% das dritte oder vierte Zeitalter. Mit anderen Worten, ihr glaubt, ich werde hier schnell ziehen und deutlich schneller spielen als unser WB. Mal gucken, ob das geht. Haben wir alles eingestellt? Ich behalte mal die Schwierigkeit mit Absicht auf Experte. Das ist der mittlere Schwierigkeitsgrad hier. Man könnte noch Meister, Großmeister nehmen. Aber ich möchte euch einen ersten Eindruck geben, so wie wenn ihr das Spiel vielleicht das erste Mal spielt, wie sich dann alles so verhält. Und ich wünsche uns allen jetzt nicht nur viel Spaß, sondern vor allem einen guten Startplatz. Auf geht's, Leute. Daumen drücken. Es geht los. Zeitstrahl wird initiiert. Zurück in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Und da sind wir schon. Und hier haben wir unseren Start. Wow. Lasst uns mal gucken, wo sind wir denn hier? Wir sind in einem sehr fischreichen Gebiet an der Küste mit ein paar Hügeln, Wäldern, Grasland und auch Prärie bzw. Buschland ist dabei. Okay. Wir haben Fische und Weizen als Ressourcen in der Nähe. Das ist, naja, also man kann damit arbeiten. Ich fürchte, wir müssen erstmal unsere beiden Armeen durch die Gegend schicken. Aber nein, Pergamon heißt unsere Stadt Pergamon. Der kann doch nicht Pergamon heißen. Das ist ja unser Hauptstadtgebiet mit, wie sollte das heißen? Ich nenne es mal die alte Wiege. Das, da wollen wir anfangen. Und ihr schreibt schon im Chat, perfekter Spot. Wollen wir mal gucken. Wir schicken mal diese Armee durch die Gegend. Wir ziehen mal hier nach oben. Oh, und wir kommen hier gar nicht weiter. Hier haben wir nur Wald. Okay, also wieder zurück. Und schaut mal, das finde ich zum Beispiel grafisch ganz geschickt gelöst. Diese Einheit hat keine Bewegungspunkte mehr. Und die hat sich jetzt hier so ein Lagerfeuer, so ein Zelt aufgestellt. Im Vergleich zu dieser Armee, die kann sie noch bewegen. Und ziehen wir nach Osten oder ziehen wir nach Westen? Ich ziehe mal nach Osten. Und guck mal, was hier so ist. Wir können den Armeen noch Namen geben, aber ich denke mal, sie müssen sich erstmal einen Namen verdienen. Sonst, so lange nennen wir sie erstmal noch die erste Armee und die zweite Armee. Und jetzt wollen wir mal eine Forschung wählen. Nee, WB ist nicht in Rente gegangen. Ist nur eine Ausnahme heute. Keine Sorge. Wir haben die Auswahl zwischen 5 verschiedenen Technologien im Zeitalter des Steins. Andere nennen es auch die Steinzeit. Und wir können uns auswählen zwischen Ackerbau, Stammesältester, Verteidigungsanlagen, Auskundschaften und Arbeiter. Und hier oben gibt es einen Knopf, damit kann man sich dauerhaft anzeigen lassen, was man denn für Vorteile bekommt. Sobald wir 3 Forschungen freigeschaltet haben, können wir ins nächste Zeitalter voranschreiten, in die Bronzezeit. Und wir können aber auch erstmal noch hier forschen, 4 und 5 freischalten und dann weitergehen oder rückwirkend wieder zurückgehen. Das bleibt bei uns. Mal gucken, was machen wir? Beim Ackerbau bekommen wir die Fähigkeit, Bauernhöfe als Verbesserung auf der großen Weltkarte zu bauen. Wir könnten ein Gebäude errichten, das uns ein bisschen Nahrung gibt, ja. Und Plantagen könnten wir auf entsprechenden Bonusressourcen bauen, die ich nicht entdeckt habe bei uns. Also Ackerbau würde ich mal ausklammern erstmal. Stammesälteste, dazu gehört bestimmt auch unser WB. Da würden wir ein Wissen mehr bekommen. Ihr seht momentan, wir bekommen 2 Wissen, 50% mehr könnte man machen. Verteidigungsanlagen,
Ja, da bekommt man mehr Verteidiger, mehr Milizen in der Stadt. Wir bekommen auch direkt einen Bogenschützen und können auch Bogenschützen bauen. Und wir kriegen Erfahrungspunkte. Ich fühle mich noch nicht bedroht. Auskundschaften finde ich spannend. Wir bekommen einen Kundschafter, einen Reiter, der schnell durch die Gegend bauen kann, also ziehen kann. Ein Wachturm als Gebäude finde ich auch cool. Und nur dann können wir überhaupt in Dschungel oder tiefen Wald hineingehen. Finde ich sehr spannend. Alternativ dazu könnten wir sagen, wir möchten gerne Lehmgruben errichten. Eine sehr wichtige Modernisierung möglicherweise. Und wir bekommen auch Verbesserungspunkte dazu. Ich bin neugierig. Ich will was sehen von der Welt, wo wir hier sind. Ich würde einmal in Richtung Erkundung gehen wollen. René sagt auch Erkundung. Arbeiter. Es gibt ja hier ein anderes Konzept. Wir müssen keine Bauarbeiter mehr bauen, sondern es ist ein bisschen abstrakter. Wir sammeln hier unten links, schaut mal, diese Verbesserungspunkte. Und schon vom Partiestart können wir fünf verschiedene Modernisierungen hier auf dieser Karte errichten. Natürlich innerhalb unserer Kulturgrenzen. Das könnte schnell das Jagdlager sein. Das ist sehr günstig. Wir könnten hier Fischerboote errichten auf den Fischen. Hätten wir ein Waldgeländefeld, eine Försterei oder auch wären Bullen in der Nähe, könnten wir Zäune drumherum errichten und Weideland uns holen. Aber momentan bekommen wir ein pro Runde, das dauert noch ein bisschen. Wir gucken uns mal an im Stadtbildschirm, wie unsere Bürger arbeiten. Unser einer Bürger, der arbeitet auf Grasland und bekommt dort vom Nahrungssammeln zwei Nahrung. Und wir haben einen Bürger in der Stadt, der verbraucht zwei Nahrung. Wir haben insgesamt vier Nahrung. Warum haben wir vier Nahrung, obwohl wir nur zwei sammeln? Ganz einfach. Einerseits vom Grasland, andererseits, weil wir hier so eine Stammesregierung als urtümliche Regierung haben. Und deshalb haben wir in Summe vier. 200% der Bedürfnisse sind erfüllt. Sehr schnelles Wachstum. Es hängt nur davon ab, wie stark unsere Bedürfnisse erfüllt sind. Und insofern können wir uns erstmal überlegen, was wir bauen wollen. Wir haben drei Produktionen in der Stadt und wir könnten eine Einheit bauen. Den Kundschafter, den bekommen wir jetzt durch die Forschung. Eine Kriegerschar, eine Kriegsschar. Ja, ich fühle mich noch nicht bedroht. Ich habe noch nichts von Barbaren gesehen. Deshalb würde ich auch noch keine Palisadenzäune bauen, sondern mir überlegen, will ich ein Stadtzentrum errichten? Das bringt uns Erfahrungspunkte bei unserer Regierung. Oder will ich einen Dolmen bauen, dann bekommen wir mehr Einfluss und der ist wichtig für die Expansion unserer Stadtgrenzen. Da wir aber mit der Expansion momentan gar nichts machen können, weil wir die Modernisierungspunkte nicht haben, die mit der Stadtzentrum haben 7 Runden Zeit, weil es ist zwar schön, dass sich dann die Stadtgrenzen erweitern, aber wir können mit den Stadtgrenzen bisher wenig machen. Hier könnten wir dann, hätten wir den Bauernhof gewählt bei der Forschung, Bauernhöfe draufbauen können wir aber nicht. Das würde sich bei Weizenressourcen anbieten. Und hier bekommen wir ja auch genauso gut Nahrung. Ja. Erste Runde geschafft, Leute. Eine Runde weiter. North Bullman, liebe Grüße. Und da ist schon die Runde Nummer 2. Wir sind im Jahre 9057 vor unserer Zeitrechnung. Und wir stellen fest, wir können hier weiter erkunden. Mit der Kriegerschar gehe ich mal nach links. Und mit der gehen wir mal nach rechts. Vielleicht mal hier am Wasser gucken. Da scheint Wald zu sein. Ich will weit gucken, was es so gibt. Hier gibt es Baumwolle. Okay, alles klar. Und das war schon wieder die nächste Runde. Go, go, go. Zieh, Matze, zieh. Was offenbart die Welt für Geheimnisse? Ich möchte gerne Naturwunder entdecken. Möglichst schnell, möglichst viele. Warum erkläre ich euch noch? Und ich möchte gerne ja, so Stadtstaaten entdecken. Da würde ich mich freuen. Über Barbaren freue ich mich weniger, aber mal gucken, wo wir sie finden. Hier ist nicht viel los, muss man sagen. Okay, interessant. Wo sind wir denn hier bloß gelandet? Hier ist Schnee oder Tundra, das ist gar nicht so attraktiv. Liebe Grüße nochmal in den Chat. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Millennia und liebe Grüße von WB. WB ist morgen wieder für euch da. Aha, hier gibt es noch Wild. So sieht das Wild aus. Kann gejagt werden. Und hier sind Berge, die sind gut für Produktion, aber erst später in der Partie. Und hier gehen wir mal nach Norden. Oh, Trauben sind lecker. Damit kann man mehr machen. Und wir haben was entdeckt, Leute. Ein Stammeslager. Wenn wir da reinziehen, ist das wie ein Bonusdorf.
und wir bekommen eine ganz coole Belohnung. Manchmal kann man sich sogar aussuchen, die Belohnung, ich glaube nicht. Ah, wir gucken, wir probieren es einfach mal aus, Leute. Schreibt mal in Chat oder auf YouTube, was würdet ihr euch wünschen? Was würdet ihr euch wünschen jetzt hier als Bonus von diesem Dorf, wenn wir hier die Einheimischen besuchen gehen?